Arbeit, stellen wir es mal hin, machen wir das mal vor. Im Laufschritt, die Treppe und los geht's. Grüß unsere Gäste auf der Reling. Cool. Könnt ihr euch gleich merken, wie das geht mit den Winkelementen? Gives me wings, I have to fly. It touches my soul and I touch the sky. I lose my brain and I find my mind. Oh, when the music touches me once again. I have a love, I have a hope. It stands by me and I stand tall. Wir feiern heute 20 Jahre Kreuzer. Dieses Alter erreicht nicht jede Zeitschrift und gerade Stadtmagazine sogar eher selten. Denn wir wollen euch und Ihnen publizistisch weiterhin eine verlässliche Größe sein, die immer auch für Überraschungen gut sein wird. Dieser Kreuzer zeigt Kreuz, gerades Rückgrat, kriecht nicht zu Kreuze, durchkreuzt, was an gängigen Klischees über Journalismus verbreitet wird. Jenseits von Kreuzzug und Panzerkreuzer bewegt er sich unbeirrbar, geradlinig auf seiner mittlerweile 20-jährigen Kreuzfahrt durch diverse Untiefen. Wir haben in den letzten 20 Jahren Seetauglichkeit bewiesen in allen Wetterlagen, so auch heute. Mal als unsensibler Eisbrecher, mal als Torpedoboot, häufig als Lotsenboot und heute Abend als hell erleuchtetes Kreuzfahrtschiff mit Ihnen allen als unseren Gästen. Unser Ozean, das war und ist die Szene dieser Stadt. Und unsere Fischgründe, das waren und sind all die journalistischen Themen, die uns in den letzten 2 Jahrzehnten ins Netz gegangen sind. Diese Stadt braucht uns, behaupten wir. Dass wir diese Stadt brauchen, versteht sich von ganz alleine. Dass es den Kreuzer über die frühen 90er hinaus geschafft hat, seetauglich zu bleiben, liegt auch an den Chefredakteuren, die den Kreuzer geprägt haben. Lutz Stordel, Christian Schulz, Jörg Augsburg, Johanna Lemke. Vor allem aber Björn Achenbach, der den Kreuzer zu dem entwickelt hat, was er heute ist, nämlich ein Stadtmagazin mit hohem publizistischen Anspruch, ein Horn im Nebel, eine verlässliche Stimme im Dschungel der Stadt und ein zuverlässiger Satellit der Leipziger, womit wir nun zusätzlich zur maritimen Metapher nun auch im Kosmos angelangt wären. Bitte bleiben Sie auch nach diesem Empfang, unsere Gäste. 21.30 Uhr beginnt unsere große Revue Ein Kessel Kreuzer. Es moderieren die bezaubernde Franziska Wilhelm und der fabelhafte Donis unten in der Veranstaltungstonne. Einmal den Profi die Treppe hauen. Ja, bitte. Deswegen frage ich einfach mal richtig dumm, weil Sie sind der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. Wie geht es denn der Stadt Leipzig? Kann ich mich als bekennender Leipziger Nacht für Nacht immer noch ruhig schlafen legen, schön träumen? Oder sind Apokalypsen im Anflug, von denen wir alle noch nichts wissen und über die Sie uns jetzt aufklären? Machen Sie wahrscheinlich nicht, aber probieren Sie es. Schwierige Frage, aber ganz einfache Antwort. Guckt euch die Menschen an, die hier heute Abend zusammen sind. Nicht so bescheiden, als so eine Profi-Antwort. Ist das nicht... Das ist doch eine... Ich sag's mal salopp. Darf ich mal salopp werden? Bitte, wir bitten darum. Leipzig ist die geilste Stadt Deutschlands. Sieh diese Stadt und sie ist kalt. Erinnere dich, wie gut sie einst war. Jetzt betrachte sie nicht mit einem Herzen, sondern kalt. Und sage, sie ist alt. Und es gab ja mal diese böse Geschichte des Kreuzers, wo es um ein Jubiläum der Leipziger Volkszeitung ging, wo es ein Cover gab, was ich jetzt auch nicht so hätte vertreten wollen. Erzähl doch nochmal was dazu. Ja, das Cover war, also letzten Endes ist es ein anderes Cover geworden, aber geplant war ein Cover mit der LVZ, das als Klopapier diente,
wie sich also jeder damit, jemand sein Allerwertesten damit abwischen wollte. Es hat es dann nur in kleinerem Format auf die Editorial-Seite gebracht, hat aber gereicht, um unseren damaligen Chefredakteur völlig auf die Palme zu bringen. Ich fand das natürlich auch daneben, aber ich stehe Kritik gegenüber der LVZ jetzt nicht so verklemmt gegenüber. Die bietet ja auch auf Breitseiten. Und, aber das Motiv, das war schon ein bisschen hart. Und der Chefredakteur war stinkesauer. Also wir haben da was, wir wissen ja, dass der Kreuzer gleich schon beim Frühstück an die LVZ denkt. Und LVZ-Tüte natürlich auch. Dazu das Outfit, nicht nur die Tüte, sondern Guido, mach schnell, du bist Stürmer. Aber alle vom Kreuzer sind da. Alle vom Kreuzer sind heute da. Haben wir denn gleich? Wunderschöne Frühstücksbrettchen von der LVZ für die Kreuzer-Redaktion. Kartons, viele sagen ja, Veranstaltungskalender des Kreuzers ist das Tollste und deswegen lesen wir den. Also mir geht es ebenso. Ich habe schon so oft laut gelacht, bin peinlich aufgefallen in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen wegen deinen Kartons im Kreuzer. Und ja, ich würde jetzt gerne mal reinschauen in das, was du mitgebracht hast. Ich habe mal die besten Cartoons aus 50 Jahren Kreuzer ausgesucht. Mal das erste Bild bitte. Ich weiß nicht, ob man das sieht, also ich würde das vielleicht gerne mit verteilten Rollen lesen. Mit verteilten Rollen, also ich nehme die Frau, oder? Das ist ja, wenn du die Frau übernimmst, rechts und ich den Mann. Ich fange an, pass auf. Wenn jemand anruft, ich... Franziska? Propeller bist weggeflogen? Nee, Duschhaube, Duschen. Das ist einer der genialsten Cartoons, der ist leider nicht von mir, der ist von Rattelschleck. Eckbert Schmied, den ich jetzt hier auf meinem Sofa begrüßen möchte. Er sieht so aus. Herzlich willkommen. Ich nehme mal die Kiste an. Wie sehr hat er in der Asservatenkammer gewühlt und hat in erstaunlich gutem Zustand, trotz der langen Zeit, die in der Zwischenzeit vergangen ist, Kreuzerausgaben aus den letzten zwei Jahrzehnten mitgebracht, die jetzt in einer groß angelegten Auktion zu erstehen sind. Ja, hier, 6 Euro, meine Damen und Herren. Ein erstes Gebot. Meine Damen und Herren. 7, wer bietet mehr? 8? 8. 8. 10. 10? 10 Euro. 10 Euro. 11? Ah, der Kulturdezernent bietet 11 Euro. 12 Euro. Euro hier bei mir. Zum 13 Euro. 13 Euro. 14 Euro. Euro hier. 15 Euro zum ersten. 16 Euro. 16 Euro. 9 Euro. 20 Euro zum ersten. Zum zweiten und zum dritten, meine Damen und Herren. Ja, das ist ein Typ an der Freie Bewegungshaus. Das ist doch ein Reichtum. 1, 2, 3 und los geht's! We're making nice. There is nothing left.